Hamburg läuft, Hamburg kämpft, Hamburg holt sich den Punkt, den wichtigen Punkt gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Gerade mal sind 4 Minuten gespielt, schon hat der Hamburger SV schon die erste gute Möglichkeit. Aaron Hunt, der heute mal von Beginn an ran darf, wir sehen es im positiven Sinne. Aber dann kam die 31. Spielminute und die allererste Chance für die Hoffenheimer und das passierte dann. Amiri auf Tolian und der legt ab auf Sandro Wagner und auf einmal ist Hoffenheim in Führung. Völlig unverdient, aber naja, die TSG braucht mal wieder Punkte, nachdem die Gäste in der englischen Woche gegen die Bayern zuletzt verloren haben. Und jetzt macht Sandro Wagner sein drittes Saisontor zur Führung in Hamburg. 61. Spielminute, Hamburg lässt sich aber davon überhaupt nicht irritieren. Jetzt kommt Lars Sogger und von dem kennen wir eigentlich nur Tore im Trikot vom Hamburger SV. Er hat 7 in dieser Saison erzielt und das wäre sein 8. gewesen. 7 Minuten später, die Hoffenheimer wieder. Amiri, beinahe die 2:0 Führung für die Gäste. Glück gehabt. Und dann die 73. Spielminute. Wieder Hoffenheim, Eugen Polanski, dann Adler. Und dann faustet Adler den Ball nochmal zur Ecke, bevor Sandro Wagner da zur Stelle ist. Und dann kam eine interessante Szene. Aaron Hunt hatte sie in der 79. Spielminute. Das war Pierre-Michel Azoga. Gregoritsch schlägt ab auf Hunt und dann ist der Ball drin. 1:1. Jetzt muss wirklich alles raus beim Hamburger Sportverein. Hoffenheim ist zuerst unverdient in Führung gegangen und jetzt erzielen die Hamburger den verdienten Ausgleich. Und die Hamburger hätten noch in Führung gehen können und vielleicht eventuell auch noch den Sieg holen können. In der 90. Spielminute gucken wir uns das an. Dietmeier rückt aus der Defensive nach vorne und hatte die Riesenchance, Hamburg hier in Führung zu schießen. Das war's aber am Ende. Hamburg kann sich nur einen Punkt holen gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim.